neue Bastelzeit und ja, kennt ihr den hier? Das hier, das ist ein ESP32 basiertes Entwicklungsboard. Ich denke, die meisten von euch haben den schon mal irgendwie gesehen, ist relativ bekannt, um irgendwie Projekte zu machen, die einen Mikrocontroller mit WLAN haben. Dann wisst ihr jetzt auch schon mal, was heute nicht das Thema vom Video ist. Stattdessen gucken wir uns nämlich mal eine Alternative an, nämlich den hier. Na, den haben wahrscheinlich viele von euch noch nicht gesehen. Das hier, das ist der sogenannte R2A Arduino. Und der basiert nicht auf einem ESP32, sondern auf einem BTBW16, heißt hier das Modul. Oder der Chip, der hier drin ist, ist ein RTL8720DN. Und wo ist jetzt der Unterschied zu unserem guten alten ESP32? Naja, da haben wir ein paar. Und zwar gehen wir einfach mal durch, was der ESP32, machen wir das mal so rum, so hat und was der Chip, den ich hier habe, als Alternative anbietet. Der ESP32 ist ein Zweikerner, hat 240 MHz, einen Ultra-Low-Power-Prozessor noch mit dabei für so Energiespartzeug, 320 KB RAM, 4 MB Flash und an WLAN haben wir BGN, also 2,4 GHz mit bis zu 150 Megabit. Außerdem Bluetooth 4.2 und BLE, also Bluetooth Low Energy. Der RTL hier, der ist ein bisschen anders ausgestattet. Bei der CPU ist er was schwächer, hat nur einen Kern mit 200 MHz, hat ebenfalls einen zweiten Kern, ist in dem Fall hier ein ARM Cortex, ich glaube ein 1er oder sowas, mit 20 MHz. RAM sind 512 KB auf dem Hauptprozessor, 64 KB auf dem Co-Prozessor, dem für Ultra Low Power. Flash konnte ich nicht hundertprozentig rausfinden. Die CPU selber hat keinen, das heißt, hier in der Kanne muss irgendwie ein Chip verlötet sein. Ist vorhanden. Und damit kommen wir zum wichtigen Punkt, nämlich der Konnektivität. Der hier hat nämlich WLAN ABGN. Wer kennt sich noch mit den WLAN-Standards aus? Der hier macht nicht nur 2,4 GHz, sondern der kann auch 5 GHz. Und das ist so ein Punkt, der mir beim ESP schon lange fehlt, denn, naja, sind wir ehrlich, 2,4 GHz ist in vielen Bereichen doch ziemlich überlaufen und ja, 5 GHz ist eigentlich das, was man heute eher benutzen möchte. Auch bei Bluetooth ein bisschen neuer, der hier macht Bluetooth 5.0, nicht nur 4.2 und auch hier natürlich BLE dabei. Ansonsten sehen wir auch hier schon, hier gibt es so ein paar Parallelen, wir haben das eigentliche Funkmodul mit Flash und WLAN und allem, was hier separat ist. Wie beim ESP, hier ist es der Room 32, hier ist es der BW16. Und auf dem Entwicklungsboard haben wir auch ein paar Sachen, die gleich sind. Und zwar einmal den hier, das ist der USB auf Seriell-Konverter zum Programmieren, eine USB-Schnittstelle, Flash- und Reset-Buttons, auch hier einen Linearregler, um die 5 Volt von USB auf die 3,3 Volt fürs Modul zu machen. Und ja, dann ein paar kleinere Unterschiede. Der hier, der hat, ich glaube, zwei LEDs. Bin mir gerade nicht 100% sicher, ich sehe jetzt nur eine. Jedenfalls normale LEDs. Hier haben wir eine RGB-LED, die steuerbar ist. Also würde ich mal sagen, wir gucken, ob wir den hier ein bisschen programmieren können. Vielleicht irgendwie einfach mal eine WLAN-LED oder sowas, wo wir die Grundsachen benutzen können. Das heißt CPU programmieren und irgendwas mit WLAN machen. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Den ESP tun wir auf Seite. Der kommt natürlich weiterhin zum Einsatz. Ein Wort schon mal vorab. Wie bei so ziemlich allen neuen Prozessoren, die es so gibt. Und naja, davon gibt es halt im Zweifelsfall so einige, wenn ich hier in meine Prozessorkiste gucke. Naja, die haben alle so ein bisschen die Probleme, dass sie meistens nur bedingt Arduino-fähig sind. Die Unterstützung vom ESP ist halt schon eher Premium. Und naja, genauso sieht es halt auch hier aus. Es ist ein bisschen fummelig, wenn man das Ding benutzen möchte. Da gibt es ein paar Abstriche, die man machen muss. Aber trotzdem, spätestens dann, wenn man irgendwie mit größeren Sachen, mit größeren Projekten arbeitet, kann es sich lohnen, den sich anzugucken, weil man halt endlich 5 GHz bekommt. Es gibt immer noch ein paar Dinge, die nach meiner Definition für WLAN fehlen hier bei dem Ding. Wenn ich richtig gesehen habe, wird zum Beispiel kein WPA benutzt. Nicht zu verwechseln mit WPA-PSK, was man daheim hat. Aber dieses für Firmen oder Schulen oder sowas, wo man mit Benutzername, Kennwort oder mit einem Zertifikat arbeitet, ist auch hier nicht wirklich dokumentiert. Aber hey, immerhin, die haben interne Krypto-Engines, also wer weiß, was da noch kommt. Gut, theoretisch sollte man jetzt meinen, okay, wir packen uns einfach gerade den Micro-USB-Kabel, leider kein USB-C, und klemmen es an und können es programmieren.
Ich habe die Befürchtung, so einfach wird es nicht. Wir müssen erst also unserem Arduino beibringen, wie man hierfür Software kompiliert. Und dann müssen wir uns mal angucken, ob man das überhaupt mit dem USB kompiliert bekommt. Denn da gibt es so ein paar Punkte, die nicht ganz so schön sind. Also, auf zum Installieren. Und ihr kennt das eventuell. Man kann in Arduino unter Datei Voreinstellungen gehen und kann hierbei den Additional Board URLs oder zusätzliche Boardverwalter URLs einfach eine JSON einfügen. Glücklicherweise hat sich da tatsächlich was getan und es scheint fast zu reichen. Und zwar auf der Webseite von Realtek zu Amoeba IoT. Amoeba ist die Plattform, auf der hier dieses Ding basiert. Da gibt es hier auch irgendwie einen Arduino-Support. Der spricht die ganze Zeit zwar vom RTL 8722 DM Mini und wir haben ja einen 8720 war es, glaube ich. Aber das ist einfach nur eine kleinere Variante. Also ich hoffe einfach, dass das trotzdem geht. Wenn wir runterscrollen, beschreiben sie erstmal dieses Board, was wir nicht haben. Sie beschreiben, wie man FTDI-Treiber installiert, die wir auch nicht haben. Das Board hier hat ein WCH CH340C. Ich verlinke euch mal das übliche Video, wie man unter Windows das installiert. Unter Linux einfach Augen zu, passt schon, ist alles mit dabei. Und hier unten ist dann das Wichtige, unsere Boardverwalter-URL auf GitHub, wie wir hier sehen. Das heißt, die kopieren wir uns und fügen die dann hier entsprechend ein. Beziehungsweise, wenn ihr schon andere Boards habt, einfach hier drauf gehen, neue Zeile und dann da einfügen. So, wenn wir das haben, bestätigen wir, gehen unter Werkzeuge, Board und in den Boardverwalter. Das kann jetzt einen Moment dauern, der lädt das jetzt erstmal runter. Und wenn wir jetzt hier drin suchen, Amoeba, dann sehen wir, Realtek Amoeba Boards 32-Bit, ARM Cortex M4, 200 MHz. Klingt doch gut. Wir gucken, 22 und 20 DNBW16. Perfekt. So, aktuell zum Zeitpunkt des Videos ist die 308. Können wir auf Installieren klicken. Und der lädt sich jetzt wie üblich hier alles passend runter. Kann je nach Internet natürlich ein bisschen was dauern. So, Installation abgeschlossen. Und wenn wir jetzt schließen, können wir hier in den Boards auch die Amoebas auswählen und damit auch den BW16. Wunderschön. Bleibt noch ein Punkt und zwar, wenn wir nochmal hier in die Anleitung gucken, dann steht hier, then please patch the bla 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 Hardware. Ja, dummerweise steht nicht mehr dabei. Ich habe keine Ahnung, was man da patchen soll. Ich hoffe einfach, dass das eine alte Anleitung ist. Der Link darüber ist im Übrigen, geht auch ins Leere. Die CN-Domain, die ist irgendwie nicht mehr erreichbar. Jedenfalls nicht so. Okay. Nehmen wir uns das einfach mal so vor. Laden uns dann hier aus den Beispielen etwas raus. Und wir sehen jetzt hier schon unten, hier ist jede Menge Amoeba Analog, Audio Codec, Bluetooth, GPIO und natürlich auch Wi-Fi-Dinge. Und haben auch irgendwas für die LED? LED Interrupt Control, eventuell das. Gucken wir mal. Button 12, LED 13, LED State, Off, On, wow. Mal gucken, ob das funktioniert. Versuchen wir erstmal hier den wunderschönen Überprüfen-Button, damit wir das Ganze ja kompiliert. Dann können wir schon mal sehen, ob die sogenannte Toolchain klappt, also ob er überhaupt Code für das Board dann wirklich erstellen kann. Und das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt. Sketch wird kompiliert. Okay. Oh, kann sein, dass ich die Haken nicht drin habe. Natürlich nicht. Keine ausführlichen Meldungen. Dann sieht man dummerweise nicht viel, was er tut. Aber es ist ein Balken da. Es läuft was. Also warten wir mal einen Moment. Und das sieht auch gut aus. Wir haben zwei Warnungen, weil hier Funktionen oder Variablen nicht genutzt werden. Das ist aber nichts Tragisches. Wir haben hier bei diesem Interrupt-Händler halt eine ID und ein Event mitgegeben, die wir im Code nicht nutzen. Aber ansonsten, er hat es kompiliert. Wir sehen auch, braucht 9% des Programmspeicherplatzes. Das heißt, wir können jetzt sogar rechnen. Das hier sind 200 Kilobyte, sind ungefähr 10%. Das heißt, offensichtlich haben wir 2 Megabyte an Platz da drauf. Okay, nach hinten steht es ja auch. Ja. Okay, lesen hilft. Ich habe jetzt hier nochmal die IDs geändert für Button und LED. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, denn das Problem ist von oben, wenn wir da nochmal gucken, da ist die Bezeichnung hier so. Wenn wir oben mal gucken, wo die LED-Sachen hingehen, das ist zum Beispiel der GC1, rechts neben dem GND. Aber C1 gibt es nicht so wirklich. Und auf der Rückseite, wenn wir da mal gucken, da ist über dem GND plötzlich GA15 oder PA12.
Und was ich auch noch reinmachen werde, ist, dass er jede Sekunde einmal zwangsblinkt, auch wenn ich keinen Button drücke, sodass ich dann weiß, ob eventuell dann doch was funktioniert. Das heißt also, wenn es jede Sekunde blinkt, aber sonst nichts passiert, dann ist nur mein Button kaputt. Wenn nichts sich tut, dann ist offensichtlich die LED nicht drin. Gut, kompilieren wir das nochmal. Das müsste dann jetzt auch ein bisschen mehr Ausgabe erzeugen. Theoretisch, das sieht auch gut aus. Sollte, denke ich, nicht allzu lange dauern, weil habe ja nichts geändert. Das heißt, das Einzige, was noch offen ist, ist der Port. Und dafür müssen wir ja erstmal anklemmen. Wo ist mein Micro-USB-Kabel? Dann würde ich sagen, probieren wir das mal. Klemmen mal hier ein Micro-USB an und gucken, was passiert. Ja, keine Power-LED und nichts. Aber hey, am Rechner sehen wir einen USB-Serial CH340 an COM5 in dem Fall. Das klingt doch schon mal gut. Dann wählen wir auch hier den Port COM5 aus. Okay. Dann klicken wir mal einfach auf Upload und gucken, was passiert. Ich habe da zwar schon so eine Vermutung, aber probieren geht über Studieren. So. Please enter the Upload Mode. Ja, keine Ahnung. Burn und Reset. Nichts passiert. Oh, doch. Upload Image dann, aber wir haben einen Error. Okay. Hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich versuche das jetzt gerade nochmal. Ist natürlich ein bisschen nervig, dass der hier so lange braucht. Boot, Reset. Ich halte den Boot jetzt gedrückt oder Burn oder wie auch immer er heißt. Und wie wir sehen, auch jetzt schlägt's fehl. Machen wir was falsch? Fast. Der Grund für diesen Upload-Fehler, der sitzt nämlich an anderer Stelle, nämlich hier. Ja, unser USB-UART-Konverter. Der nimmt ja hier das USB und baut daraus einen seriellen Port. Und dieser serielle Port kommt hier auf dem an. Dieser Chip hier, der RTL 8720, der hat aber zwei COM-Ports. Einen, der fürs Programmieren hauptsächlich genutzt wird und einen, der für die Applikation da drauf ist. Jetzt ratet mal, wo der hier angeklemmt ist. Yep, auf den für die Applikation. Das heißt, wir können mit dem standardmäßig die sogenannte AT-Firmware benutzen. Also über Textkommandos ihm sagen, hier verbinde ich mal mit dem WLAN oder so. Das nutzt man beispielsweise, wenn man den hier einfach nur als Co-Prozessor nutzen möchte, um irgendeine bestehende Schaltung mit WLAN auszustatten. Aber wenn wir programmieren wollen, hilft uns das nichts. Das heißt, wir können diesen USB-Port nicht benutzen, um den hier zu programmieren. Fast. Denn was man machen kann, ist den Serial Port hier parallel schalten. Das heißt, wir holen hier unseren seriellen Port, der kommt auf den Pins PB1 und PB2 raus oder GPIO1 und 2, je nachdem, wie man sieht. Und wir brauchen zum Programmieren aber die GPIO 14 und GPIO 15 oder PA7, PA8. Das heißt, wir suchen uns die entsprechenden Pins, holen ein Buchse-Buchse-Kabel. Verbinden die und dann sollte das Programmieren theoretisch gehen. So, ich suche mal gerade Kabel, dann können wir das direkt mal ausprobieren. Also gehen wir mal auf die Suche. B1, B2 oder irgendwie sowas. GPIO 0 und 1. Hier wäre GA0. Hier 18, hier PB1, PB2. Das sieht gut aus. Hier steht nämlich auch TX0 und RX0 drauf. Okay. Und hier oben haben wir ein Log RX. Und dann ist bestimmt auch irgendwo ein Log TX, oder? Log RX ist GA19 oder A8. Ja, A8 und A7 suchen wir dann noch. Wo auch immer der ist. Ah, da, Log TX. Gut, das heißt, wir machen den TX hier. Wow. Den hier. Den Log TX machen wir an den TXD0. Oder TX0 und den RX0 machen wir an den Log RX. Das wäre hier oben hier. Ist das jetzt richtig? Ich denke, ja. Dann probieren wir das mal aus. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Programmieren. Reset drücken. Loslassen. Und hier den, wo ist er, den Upload-Button. Hat jemand meine Maus gesehen?
Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal mehr Punkte als eben. Und send successfully. Das klingt doch gut. Und blinkt es auch, wenn wir resetten? Nö, tut's nicht. Wäre auch zu einfach. Ich glaube, wir haben immer noch den falschen Port. Dass die LED auf einem anderen hängt. Gut. Ich guck mal weiter, ob ich das irgendwie rauskriege, was wir denn hier falsch machen. Aber irgendwas wird hier mit Sicherheit machbar sein. Das Programm ist auf jeden Fall schon mal drauf. Okay, und das sieht schon besser aus. Ich habe das jetzt hier geändert. Ich nutze jetzt LED-Build in R, G und B. Musste ein bisschen im Quellcode rumhantieren. Hier kann man aber schön sehen, was es alles gibt. Es gibt diese RGB als LED. Es gibt die Pins A0, A1, A2, die entsprechend 3,3 Volt ADCs wohl sind. Und wenn wir unten gucken, da sehen wir dann die PA7, PA8, die sind alle definiert. Das heißt, man kann diese PA-Nummer nutzen, die auf der Rückseite vom Board dann auch aufgedruckt sind. Und wenn wir dann jetzt hier gucken, das sieht doch schon besser aus. Wir sehen grün und dann rot und blau leuchten. Ich habe die immer abwechselnd geschaltet. Das sieht also alles schon mal funktionierend aus. Gut, ich würde sagen, ich probiere jetzt gerade noch mal hier den UART ans Laufen zu kriegen. Mit etwas Glück geht das ja und dann eventuell noch WLAN. Klingt nach einem Plan. Okay, seriell läuft dann auch. Wir sehen, er gibt jetzt hier die Millis entsprechend aus. Serial 1 ist der Log-Serial, den man auch zum Programmieren benutzt. Das heißt, wenn man den benutzt, muss man auch nichts umstecken. Das sieht schon mal ganz gut aus. Fehlt noch WLAN. Ich habe mir hier mal das AP-Mode-Example aufgerufen. Das klingt so, als ob wir das großteils rüber kopieren können. Ich mache das mal schnell. Ja, kurz zusammen kopieren. Denke ich, müssen wir nicht groß filmen hier. Okay, Moment der Wahrheit. Ich habe jetzt hier das Ganze so eingerichtet, dass er mir einen Access Point aufmacht mit dem Namen Amoeba IoT. Passwort drauf, Kanal 44, also ein 5 GHz-Kanal. Und das Ganze macht einen Webserver auf, also Port 80. Und das, ja, ansonsten, was er mit der LED macht, ist rot leuchten, wenn WLAN verbunden ist, grün leuchten. Und dann jedes Mal, wenn eine HTTP-Anfrage kommt, schaltet er entsprechend die blaue LED hin und her und gibt dann auf der Webseite den LED-Status und der Uptime aus. Außerdem steht drin, dass er alle 2 Sekunden refreshen soll. Das heißt, wenn alles funktioniert, können wir uns dahin verbinden und können dann theoretisch die LED in blau blinken lassen. So, jetzt muss es nur noch funktionieren. Also, rechts haben wir den Serial Monitor. Hier drücke ich einmal Reset. AP Start. Okay, wir haben aber immer noch eine rote LED. Wi-Fi not running. Initializing Wi-Fi. Jetzt ist grün. Okay, das heißt, jetzt müsste er eigentlich WLAN gemacht haben. Können wir hier, habe ich hier WLAN drauf? Ich glaube schon. Lasst mal suchen. Und wir sehen hier ein Amoeba IoT. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, versuchen wir das mal. Netzwerkschlüssel war IoT Amoeba. Okay, wir haben keine IP bekommen, also anscheinend hat er kein DHCP. Okay, ich habe ein bisschen rumprobiert. AP-Modus habe ich nicht hinbekommen. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass der kein DHCP macht. Müsste ich mir weiter angucken. Mit festen IPs geht es bestimmt. Jetzt mal als Client. Wir haben Rot, das heißt, er verbindet sich jetzt zu meinem WLAN, theoretisch. Müsste dann gleich umspringen auf Grün. Das sieht besser aus. Grün sind wir. Und wenn wir jetzt mal auf die IP drauf gehen, das sieht auch gut aus. LED ist now 1. Okay. Ja, nicht ganz, aber eventuell seht ihr es, dass es ab und zu mal blau flackert. Und entsprechend geht die Uptime hoch. LED ist now irgendwas. Aber prinzipiell, ihr seht, es funktioniert. Müsste man wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller die Requests gestalten. Und ja, generell, wir haben jetzt hier unser Board mit WLAN. Wir haben unser Board vor allen Dingen mit 5 GHz WLAN und können es mit Arduino programmieren. Fast wie so ein ESP32. Gut, zugegeben, ihr habt gesehen, das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter, einfach weil diese Umgebung noch nicht so ausgereift ist. Ob sie das jemals wird, keine Ahnung. Aber gerade in der aktuellen Zeit, wo dann teilweise Chips nicht verfügbar sind, kann es halt interessant sein. Preislich, ich glaube, die hier liegen das Modul selber bei 4 Euro, das ganze Board bei 6 Euro. Also Pi mal Daumen in dem Bereich, wo auch der ESP32 sich öfter mal rumtreibt. Ist also preislich jetzt kein so großer Unterschied. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich den irgendwo in Projekten einsetzen kann. Prädestiniert sind hier natürlich für Projekte, wo höhere Bandbreiten erforderlich sind,
wo man dann nicht mal einfach sich bei 2,4 Gigahertz mit Glück dazwischen quetschen kann und eine Textnachricht wird schon durchgehen. Und ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Chip. Schade, dass Realtek da so viel, ja, nennen wir es mal, Closed-Source-Zeugs macht. Das heißt also Datenblätter nicht freigibt, das SDK teilweise nicht sinnvoll freigibt. Es bessert sich, aber ich denke, sie haben noch einen kleinen Weg vor sich. Nichtsdestotrotz, die LED leuchtet, WLAN ist verbunden, es blinkt, ich kann steuern. Also, ich glaube, das können wir gut und gerne definieren als tut, was er soll.